Rondo Media. Und Fragment. Präsentieren Rescue 2 Everyday's Hero, ein Spiel, wovon ich ein Muster geschickt bekommen habe von Rondo Media. Dafür recht herzlichen Dank, auch wenn ich das gar nicht angefordert hatte. Hat es einfach irgendwie so in mein E-Mail-Postfach den Steam Key geliefert. Und ja, also ich habe für mich beschlossen, dass ich auf dem Kanal ja eigentlich noch Rennspiele spielen will und damit verwandte Themen. Und da passt jetzt Rescue Everyday's Hero 2 überhaupt nicht rein. Aber da mir das Spiel immerhin schon 100 Minuten in der Beta-Phase, denn es ist hier ein Preview, es ist noch nicht die Release-Version, doch recht gut gefallen hat, mache ich jetzt auch nicht neues Spiel, weil dann würde ich euch ja praktisch alles vom Anfang zeigen, sondern ich drücke mal auf Spiel fortsetzen und möchte euch mal zeigen, wie Rescue 2 oder was Rescue 2 so zu bieten hat. Also mich persönlich erinnert Rescue 2 ein bisschen an, also ich habe Rescue 1 nie gespielt, muss ich dazu sagen. Rescue 2 erinnert mich an, deshalb an, wie heißt das Ding? Emergency. Na? Und wenn ich ganz ehrlich bin, Emergency 4 war es, glaube ich, oder war es 3? Also das, wo man praktisch in der Stadt für die Stadt zuständig war. War schon sehr, sehr interessant damals, habe ich gerne gespielt. Und weil ich es damals schon gerne gespielt habe und das Spiel mich hier dran erinnert, muss ich auch sagen, oh, ich muss die Karte mal drehen, sehe ich gerade, weil hier unten steht Belvistia. Das ist die Stadt, für die sind wir zuständig. Und hier ist unsere Wache. Und ich habe schon ein paar Fahrzeuge freigeschaltet hier und deshalb, wir betreten jetzt mal die Wache. Ich will euch jetzt einfach mal alles zeigen. Also, wie gesagt, das hat mich halt daran erinnert und dann habe ich das mal angefangen, so ein bisschen zu zocken hier. Und dann fand ich das wirklich so cool, dass ich gesagt habe, ja komm, dann stelle ich euch das auch mal vor, auch wenn es eigentlich gar kein Racing-Game ist. So, der Ingame-Sound ist jetzt ein bisschen laut. Warum eigentlich? Wir gucken gerade mal in die Optionen rein. Alter, ich habe es auch schon leise gemacht gehabt. War immer noch so laut. Okay, so. Ich hoffe, jetzt versteht ihr mich besser. Wir haben hier ein kleines Löschfahrzeug, nur mal als Beispiel. Also das ist zum Beispiel auch kaputt. Dann müssen wir das hier reparieren für 400. Dann habe ich da Leute oder kann ich Leute dem Fahrzeug zuweisen. Wir haben allerdings momentan gerade ein kleines Problem, denn wir haben zwei Leute, die haben sich beim Einsatz verletzt und die fallen noch eine Stunde, 20 Minuten aus. Der Kollege hier, der ist im Einsatz, glaube ich. Ne, der ist nicht im Einsatz. Noch schöner. Dann kann ich euch nämlich zeigen, was man mit den Jungs auch noch machen kann. Ja? Die haben nämlich Skill Trees und da können wir zum Beispiel hingehen, können sagen, okay, das soll einer sein, der mehr Gesundheit hat, der besser Türen aufstemmt und der, ja, Geschwindigkeit hat beim Löschen. Also den will ich so ein bisschen gemixt leveln. Und den können wir Spitznamen verpassen, die werden befördert, wenn sie tolle Einsätze liefern und so weiter. Ihr seht doch, er hier, der hat auch schon ein bisschen was. Und ja, die sind halt leider verletzt. Funktioniert nicht so ganz. Und die Musik wird wieder lauter. Ja, hier haben wir einen Rettungswagen, da ist der Rettungssanitäter drin. Auch den müssen wir natürlich mal reparieren, dass das Zeug gut in Schuss ist. Und auch den hier sollten wir mal reparieren. Ja, wir haben hier verschiedene Plätze für Werkzeuge. Ja, das ist ja interessant. Ich habe da viel mehr Plätze. Ich habe da Sachen rausgeschmissen, weil ich gedacht habe, wir haben da keinen Platz mehr drin. Super, können wir nämlich noch Feuerwehrleute dazu einstellen. Dann haben wir hier ein richtig gutes Team in diesem HLF. In diesem Hilfsgruppenlöschfahrzeug. Ja, und das hier ist ein kleines Löschfahrzeug. Eigentlich ist das hier schlechter wie das hier. Trotzdem ist das hier irgendwie noch mein Hauptlöschfahrzeug. Warum? Ich weiß es nicht. Macht der Gewohnheit. Die Leitern, die hier übrigens drauf sind, die kann man nicht benutzen. Dafür braucht man den Jungen hier mit dem Drehleiterfahrzeug. Ja, das Ganze ist eine reine Feuerwehr, also ein reines Feuerwehrspiel, weil ich vorhin gesagt habe, es erinnert mich an Emergency. Nein, ich will zurück zum Spiel. Es erinnert mich an Emergency, aber
Emergency hatte ja noch Rettungskräfte, also Krankenwagen, Feuerwehr und Polizei. Die Polizei ist hier nicht dabei. Hier habt ihr nur Rettungskräfte und Feuerwehr. Und es gibt, glaube ich, auch noch zwei Wachen, die man dazu kaufen kann. Ich glaube, hier unten irgendwo ist noch einer und ich glaube, da oben in der Altstadt kann man auch noch irgendwo einer sich verschaffen später, um dann entsprechende Aufträge zu machen. Hier haben wir was gemacht und dann hatten wir einen Schulausflug. Hier, städtische Schule hat einen Ausflug in ihre Feuerwache organisiert. Laut deinen Teammitgliedern wollen danach alle Kinder bei der Feuerwehr arbeiten. Ja, super. Also hat gut funktioniert. Und ich will euch natürlich auch noch zeigen, wie so ein Löcheinsatz funktioniert. Man klickt hier auf so eine Einsatzmeldung, da ist ein Feuer, dann gehen wir auf den Senden. Jetzt kann ich hier ein Fahrzeug auswählen, hier ist nur ein Feuer, deshalb schicken wir nur das eine Löschfahrzeug dahin. Dann sagen wir, und los geht's. So, wenn wir jetzt die Zeit laufen lassen, dann rückt das Fahrzeug aus. Wir können da jetzt auch ranzoomen. Dann hören wir einmal die Sirene leicht und wir sehen auch das Blaulicht, also das ist schön gemacht. Da fährt er hier durch diese modellhafte Karte, wo wir uns praktisch einen Überblick verschaffen können über die Stadt, für die wir zuständig sind. So, dann müssen wir hier reingehen, Mission starten. Je schneller wir dort sind, umso besser. Und je schneller wir löschen, umso besser. So, wir können hier auch wieder pausieren. Also das ist zwar ein Echtzeitspiel, aber wir können trotzdem pausieren. Und jetzt habe ich dummerweise hier nur den einen Kollegen dabei. Das könnte ein bisschen problematisch werden. Wo ist denn das Fahrzeug? Da unten ist das Feuer. Gut. Also, dieses Fahrzeug, das beordern wir erstmal hierher. Ja, und das steht schon böse in Flammen. Ich muss aufpassen, welche Taste ich drücke. Ich bin gewohnt, mit WASD die Kamera zu steuern, aber wenn du hier D drückst, dann fährt das Feuerwehrauto zurück zur Wache. Ist mir schon zweimal passiert jetzt. So, da kommt's. So, schmeißen wir direkt mal hier die Leute raus, dann schicken wir den da direkt mal los. Der soll mal hier die Tür aufmachen. Da haben wir den ja für geschult, der ist da ein bisschen schneller, denke ich. Komm, mach hin, mach hin, mach hin. So, dann soll er einen Schlauch hier rausholen. Das Auto soll sich mit dieser Wasserquelle verbinden, da steigt jetzt einer aus, der Fahrer wahrscheinlich. Und der verbindet das jetzt hier mit dem Hydranten. So, und er hat sich schon einen Wasserschlauch angeschlossen und da können wir gleich mal anfangen hier zu löschen. Der hat nämlich auch einen Wassertank. Das heißt, wir können schon löschen, bevor wir eigentlich angeschlossen sind hier. So, jetzt ist das Ganze angeschlossen. Leider ist er halt alleine. Die anderen beiden Kollegen sind eben verletzt. Was durchaus ein kleines Problem darstellt. Den Baum soll es nicht löschen, sondern den Busch. So, dann sollst du dich mal hier rüber bewegen. Und der muss das jetzt alles allein machen, das ist ein bisschen problematisch. So, halt mal rein in die Pommesbude. Ja, wir müssen versuchen, dass das Feuer eben sich nicht ausweitet und das Gebäude löschen. Das in Kombination ist ziemlich schwierig. Ja, Wegfindung ist manchmal auch so ein bisschen problematisch. Da stellt er sich in die Feuerflammen rein und... Boah, Alter, wir sind hier nur mit Rettungs und ja, stell dich mal ins Feuer und verkugel dir den Hintern. Also ich muss jetzt das Feuer hier mal unter Kontrolle kriegen. Ich glaube, die Surroundings lasse ich dann mal brennen. Das Problem ist, wenn drumherum alles brennt. Ah, das ist nicht gut. Ja. Lösch mal, Kumpel. Sonst brennt hier gleich alles. Ja, also so in etwa läuft ein Einsatz ab. Es ist halt problematisch, mit nur einem Feuerwehrmann so ein Feuer zu löschen. Normalerweise hast du zwei, aber wie gesagt, ich habe jetzt ein paar Verletzte. Ich habe noch keinen eingestellt, noch keinen anderen. Der hier sollte eigentlich Unterstützung für die anderen beiden sein. Und ihr seht, es ist schwierig, hier alles unter Kontrolle zu halten, damit da eben das Feuer nicht irgendwo rumwuchert und hier die ganze
Nachbarschaft in Brand steckt. Das könnte eine gute Idee sein, vielleicht erstmal hier den Busch zu löschen. Gucken, ob das Ganze gut geht. Alter, das ist aber auch hier... Normalerweise brauchst du da zwei Leute. Einer, der die eine Seite abdeckt, einer, der die andere Seite abdeckt. Und wenn sie beide Zeit haben, eben beide aufs Gebäude. Und dann wird das Feuer auch relativ schnell gelöscht. Wir brauchen jetzt hier extrem lange. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt machbar ist mit einem Feuerwehrmann. Wir konzentrieren uns mal aufs Hauptfeuer. So, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt kriegen wir das Gebäude gekühlt und gelöscht. Das ist gut. Ja. Auch okay. Ja, das ist so ein Problem. Also, wenn man dem sagt, lösch hier, der marschiert irgendwo hin und dann ist das Gebäude noch im Weg. Der kann auch nicht rennen und zieht immer den Schlauch hinter sich her. Das sammelt den nicht auf. Der Schlauch wird immer länger. Nein, ich will, dass du da rüber gehst, dass du hierher sprühen kannst. Sprüh! So, wir haben es geschafft, nach 5 Minuten 15 mit einer Person den Brand zu löschen. Das ist, also dass das überhaupt geht, wundert mich. Und wir haben ein bisschen was an unserer Schutzkleidung an Schaden genommen, aber er hat sich zum Glück nicht verletzt. Wir kriegen 400 für erfolgreiche Mission. Wir kriegen 654 Bonus, weil ich der Sachschaden irgendwie in Grenzen hielt. Ein Rettungspersonal mit einem Rettungsfahrzeug hat 25 Kosten verursacht, was ein Einkommen von 1029 macht und uns einen Ansehenspunkt bringt. Er kriegt 290 Erfahrungspunkte. Und ja, dann rücken die jetzt wieder zurück in die Wache. Und ja, Einsatz beendet sozusagen. Ich frage mich nur gerade, wo fährt er denn? Wir kriegen ihn gar nicht angezeigt. Ja, wir haben hier wieder ein Feuer. Ich kann jetzt das Fahrzeug auch direkt dahin senden. Selbst wenn er normalerweise auf der Rückfahrt ist, kann man den dann praktisch umdelegieren. Ich hätte euch gern noch so einen Gesundheitsrettungseinsatz gezeigt, aber gut, dann machen wir eben noch ein Feuer. Gucken, wie schnell wir diesmal da sind, ob es ausreicht, dass wir den Brand noch eindämmen können, bevor die ganze Hütte brennt. Es schaut wohl so aus. So, den holen wir hierher. So, ich hoffe, der kommt schnell da angeflogen. So, der soll damit verbinden, dann soll der Feuerwehrmann aussteigen. Der soll sich einen Schlauch holen. Soll den mit dem Ding hier verbinden und dann kann er gleich anfangen hier zu löschen. So, damit es nicht aufs Auto und die Dinger hier übergreift. Damit es nicht hier übergreift und zu guter Letzt der brennende Müllcontainer. Und fertig sind wir. Das war's. 974 plus. Oh, ich bin Löschmeister geworden. Ja. Und dann geht's wieder zurück und dann kriegen wir hier auch eine Nachricht. Augenzeuge, professionelle Feuerwehrmänner. Na, also gibt eine Pressemitteilung, wie toll wir waren. Das Ganze bringt Ansehen in der Stadt. Ich weiß nicht, was passiert, wenn das Level hier voll ist. Vielleicht können wir dann ja, wieder eine zweite Feuerwache kaufen. So, die Leute sind wieder fit. Wir betreten erstmal die Feuerwache, denn wir müssen erstmal wieder hier die Leute zuordnen. So, wir wollen mit dem Löschfahrzeug nämlich auch unterwegs sein. Wobei, es macht eigentlich wenig Sinn, wenn ich ganz ehrlich bin.
Nee, es macht Sinn. Weil wir so drei Schläuche bedienen können. Ja, wir sollten uns langsam umschauen, dass wir ein bisschen mehr Personal kriegen. Mal gucken, können wir Personal einstellen? Gibt es einen günstigen Feuerwehrmann? 1600. 1600 hört sich gut an. Das ist Mini, hat Leidenschaft für Miniaturen. Den stellen wir doch mal ein. Und dann werden wir Mini einfach hier mal zuordnen. So, der ist mit auf dem Feuerwehrauto. Jetzt haben wir schon vier Feuerwehrleute. Das ist nicht schlecht. So, aufwerten können wir dann noch die gute hier. Die ist auch noch ein Level höher. Ja, mit ihr könnten wir jetzt hier die Schiene weiter durchgehen. Ich weiß nicht, ob wir Erste Hilfe beim Feuerwehrmann unbedingt brauchen. Ich würde sagen, eigentlich schon. Ich hatte mit ihm hier eben die ganze Seite versucht abzudecken und mit ihr eben die ganze Seite. Deshalb machen wir auch hier Erste Hilfe jetzt. Passt. Dann sollte sie aber vielleicht auch in einem Auto drin sein, wo ein Erste-Hilfe-Koffer mit dabei ist. Denn ich glaube, sonst wird das schwer hier mit Erste Hilfe leisten. Wird sich allerdings noch zeigen, wenn es im Spiel weitergeht. Ja, wir haben hier ein Rettungsfahrzeug, kleines Löschfahrzeug, Drehleiterfahrzeug, Hilfsgruppenfahrzeug, Großlöschfahrzeug, Tanklöschfahrzeug, Schaumlöschfahrzeug und Pulverlöschfahrzeug. Die ganzen Fahrzeuge sind noch nicht freigeschaltet, die kommen im Fortlauf der Karriere. Und wir können, wie gesagt, hier Sanitäter einstellen und Feuerwehrleute. Und wir können dann auch noch Equipment kaufen. Also ich habe jetzt schon gekauft, also das hier ist Standard, also Feuerlöschlager, Erste-Hilfe-Set, Angriffsschlauch mit Düse, Verteiler mit Versorgungsschlauch und das ist Standard, das habe ich schon dazu gekauft, also eine Unterflur-Hydranten-Standrohr, wie auch immer, also sprich, da wird so ein Rohr rausgemacht und wird ein Hydrant reingesteckt und dann kannst du da Wasser rausholen und die tragbare Pumpe und ja. Fach für Druckluftflaschen, dann hat man wahrscheinlich mehr Sauerstoff und kann dann auch in rauchverseuchte Gebäude rein. Da ist man nämlich auch schon, dabei haben die Jungs sich da verletzt. Die waren in einem Gebäude, da hat es drin gequalmt und geraucht und dann ging halt nichts mehr. Sanitäter-Set, das ist vermutlich dann auch für die Sanitäter ein bisschen umfangreicher, damit sie eben schneller heilen können. Dann haben wir hier einen Schaumzumischer, auch nicht schlecht, da kann man nämlich dann schön Schaum löschen. Das geht dann ein bisschen schneller, glaube ich, und hält länger wie Wasser. Und dann haben wir noch zum Wiederbeleben von Leuten den Defibrillator. Das alles können wir uns dann noch käuflich erwerben, wenn es dann mal freigeschaltet ist. Zum Freischalten muss man eben Erfahrungspunkte sammeln und da oben oder Missionen bestreiten und erfolgreich behandeln. Das ist schlecht. Hier gibt es nämlich Elektro. Das ist eine Gefahrenquelle. Da können sich auch die Leute verletzen. Wir entsenden beide Fahrzeuge in der Hoffnung, dass wir das relativ schnell in den Griff kriegen. So, das heißt, von der Wache werden die zwei dahin beordert und ich bin mal gespannt. Also es gibt Elektrofeuer, es gibt normales Feuer, es gibt Rauch, es gibt ja, den Übergriff von den Flammen, was ich sehr interessant finde, wenn es auf Gasflaschen und so weiter übergreift. Dann kann das schon mal ganz schnell ganz bös enden. Da musst du zum Beispiel auch sowas hier kühlen, damit es eben nicht hochgeht. Und hier brennt jetzt eben, ja, das gute Stück. Fahren wir mit dem rein. Wir fahren mit dem rein. Wir holen die Jungs raus. Die sollen nicht mal Feuerlöcher schnappen. Hat er sich jetzt Feuerlöcher geschnappt? Nee, hat er nicht. Wir kriegen ein Problem. Houston, Pause. Ich muss mich sortieren. Wo bin ich denn zu Hause? Der ist am 114. Dann soll der sich schon mal einen Schlauch schnappen. Haben wir hier irgendwo einen Hydranten in der Nähe? Oder einen See? Da unten ist ein See. Das ist schon mal gut. Auch die lassen wir mal aussteigen. Dann soll der nämlich hier mal die Pumpe rausholen.
So, der soll den Schlauch jetzt mal ganz schnell an dem Auto anschließen. Der muss nämlich dafür sorgen, dass das hier nicht übergreift, weil ihr seht schon, dass das übers Gras hier rüber will zum nächsten Holzstapel. Und der soll mal zusehen, dass er ganz schnell da wegkommt. So, das ist schon mal der erste Schritt. Ich mach mal Pause. Der hier soll jetzt da unten das Dingens reinpacken. Der Kollege soll aus dem Fahrzeug mal den Verteiler rausholen. Dann soll er den mal anschließen am Auto. Der Kollege kann sich schon mal so eine Spritzdüse rausholen. Der soll das vorbereiten für hier. Dann soll die Spritzdüse am Verteiler anschließen. Dann soll er sich die andere Spritzdüse rausholen. So, löschen. Hallo? Ja, super. Wir haben kein Wasser in dem Fahrzeug, weil es noch nicht verbunden ist. So, der soll sich seinen Schlauch auch mal damit verbinden. Der soll dann mal mit dem Schlauch, wenn es geht, hier reinmarschieren. So, der soll da löschen. Der soll da löschen. Ich weiß nicht, kann der sich auch damit noch verbinden? Nee, nicht wirklich, ne? Gut, dann liegt es jetzt an den beiden. Ich weiß nicht, ob ich da noch einen Verteiler anschließen kann, aber ich glaube, das war's. Ich hoffe nur, dass das nicht aufs Sägewerk übergreift. Nicht, dass das Gebäude noch anfängt zu brennen. Wir ziehen den mal weiter nach vorne. Der soll mal hier löschen. Soll mal hier kühlen. Dann soll er hier kühlen. Der kann sich mal einen Feuerlöscher aus dem Auto holen. Keinen Weg gefunden. Ich krieg zu viel. Kann der da nicht raus oder was? Und dann soll der da mal löschen. Oh. Wo ist denn der andere Feuerwehrmann, Kollege? Da fehlt irgendwie noch einer. Wo ist Mini? Ach, der war noch da unten. Interessant, dass er da einfach stehen bleibt. Da soll ich auch mal einen Feuerlöscher schnappen. Und der soll hier mal kühlen. So, wir versuchen hier, genau, wir versuchen hier entsprechend Ordnung zu bereiten. So, jetzt geht alles auf den letzten Brandherd, dann dürfen wir es gelöscht haben. Sehr schön. Held gesucht. Ist ein Erfolg, den wir freigeschaltet haben. Also so funktioniert im Prinzip das ganze Spiel. Wir haben jetzt Mordskohle eingenommen. Wir haben relativ geringe Kosten. Wir haben einen ganz kleinen Sachschaden. Es hat nicht aufs Gebäude übergriffen. Wir haben das Holzlager gerettet. Und ja, wir haben jetzt das Luftflaschenlager freigeschaltet. Und können jetzt hier ein Tutorial machen, um das Ganze kennenzulernen.
Die sind happy, dass wir so gut gearbeitet haben. Wir haben hier oben den Balken voll. Ansehen in der Stadt ist auch super. Und ja, das ist Rescue 2, Helden des Alltags. Ihr seid dort der Feuerwehrkommandant, der das Ganze verwalten muss, entscheiden muss, welche Fahrzeuge werden gekauft, entscheiden muss, was wird wie gelöscht, was wird wie gemacht und überhaupt. Und ich wollte euch das nur mal zeigen, weil, wie gesagt, ich habe dafür den Preview-Key bekommen. Dafür nochmal herzlichen Dank an Rondo Media. Ich hatte ihn nicht angefordert, deshalb werde ich auch kein Let's Play dazu machen, aber ich wollte es wenigstens vorgestellt haben, weil es mir unheimlich viel Spaß gemacht hat, das Spiel mal abends in einer freien Minute schön zu spielen. Und da will ich es wenigstens mal gezeigt haben, dass ihr mal seht, was es da draußen gibt. Das Ganze läuft bis jetzt, und ich habe das schon eine ganze Zeit lang jetzt gespielt, ich glaube 2 Stunden oder 3 Stunden, läuft ziemlich bugfrei. Was mich auch begeistert bei so vielen Spielen, die in letzter Zeit nicht so toll liefen. Und ich wollte es euch halt mal gezeigt haben. Wenn es euch interessiert, Rescue 2, am besten mal auf Amazon nachschauen. Ich werde in die Beschreibung mal einen Link packen, da kann man es vorbestellen. Erscheint tut das Ganze irgendwann jetzt Anfang Juni. Und recht herzlichen Dank nochmal an Rondo Media für diesen Preview-Key. Und so konnte ich euch was vorab zeigen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, ihr fühlt euch informiert und sage an der Stelle schon mal danke fürs Zuschauen, danke fürs Zusehen, danke fürs Zuschauen und noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bye bye.